weiter geht es mit einer neuen kultreichen Folge Sons of the Forest. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz kultiviert mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde, und ich habe den Eingang gefunden. Moment, ja, noch ein bisschen, so, noch ein kleines bisschen. Ein Augenblick und jetzt, 30 Sekunden sind vorbei, ich darf Leichen zeigen. Hier sind sie, die Kultisten, tot. Ja, YouTube hat so Regeln, in den ersten 30 Sekunden mal besser keine Leiche zeigen. Naja, die schlafen auch nur. Seht ihr Blut, Verletzung, irgendwas, Jungs? Okay, die schlafen nur, YouTube. Alles cool, alles cool. The Realm Beyond. Von Derek Seaside. Naja, wir sind Seaside. Das ist Derek. Und das ist der Realm. Gehen wir rein. In die gute Stube. Eine Stunde lang soll der Dungeon die Höhle gehen. Und angeblich wurden ja auch die Fackeln überarbeitet. Die sollen jetzt wirklich Licht spenden und nicht nur irgendwie crazy aussehen. Oh ja. Ja, deutlich besser. Deutlich, deutlich besser. Fackeln ergeben jetzt endlich Sinn. Aber die hier gibt keinen Sinn, weil ich wohl direkt dip-diven muss. What? Man kann mit einer Fackel keine Kiste mehr zersmashen? Fackeln ergeben absolut keinen Sinn. Liebe Kinder, niemand braucht die Fackel. Niemand. Sauerstoff bin ich voll. Mama, wo ist denn hier Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff? Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Okay, macht er automatisch, wie es scheint. Let's go, ab in die Tiefen. Man kann also die neue Höhle auch nur mit einer Taucherrüstung erkunden. Und hier hängen Skelette rum. Mit Stein. Gott, warum? Warum? Warum muss das immer alles so mies sein? Wie wär's mal mit, keine Ahnung, Ponybalance? Einhornbalance? Irgend sowas in die Richtung. Kindergeburtstag in the forest. So, und die Höhle soll auch ziemlich schwer sein, weil da nur irgendwelche Assis rumrennen. Randvoll mit irgendwelchen Assis. Taschenlampe. Ist gut. Shotgun ist auch gut. Oh Gott! Oh Alter, hab ich mich erschrocken! Hey! Vorsicht! Oh, der Schock meines Lebens. Den konnte ich hier nicht treffen. Bist du tot? Ach, du bist tot. Du bist nicht tot, Alter. Du hast nur so getan, als ob. Aber jetzt bist du definitiv tot. Du bist definitiv tot. Okay, ich brauche unbedingt eine Rüstung aus alten Vorhäuten. Und Pillen. Ein kleines Prepo-Meal. Und das Ganze spüle ich hier runter mit Zucker. Besser. Eindeutig besser. Ich will nicht Munition, ich will hier. Was habe ich denn für Munition? Flintengeschoss. Gib mir Haut. Gib mir deine gute alte Haut. Mmh, yummy, yummy, yummy. Schön rein. Schön rein in Lachs. Ist das ein UFO? Das ist doch ein UFO. Ah,
da sieht man gar nichts. Guck mal, da oben sitzt einer drin. Das ist ein Männchen in der Untertasse. Und unten sind die Primitiven und beten es an. Wuhuhuhu. Yay, rutschen. Oh Gott, wie tief geht's da bitte schön runter? Oh mein Gott, es hört ja gar nicht mehr auf. Ey, ernsthaft? Alter, was? Ich bin einmal getaucht und nochmal hier 20 Milliarden Kilometer in die Tiefe gerutscht. Gibt's hier Haie? Höhlenhaie? Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal hoch. Noch mehr Skelette. Noch mehr Irrsinn, noch mehr Kultisten, die alle irgendwie nur schlafen, ne? Die haben alle Schlafmedizin geschluckt, liebe Kinder. Was war das? Kamu? Der Höhlenwal? So, das nehme ich mal mit. Ja, ich habe leider meine Ressourcen hier zu Hause gelagert. Keine Ahnung, weil ich dumm bin oder so. Ich weiß es auch nicht. Weiß ich, gehe in die wichtigste Höhle, wo man gewarnt wird mit, ey, voll schlimm, voll schwer, rüste dich gut aus. Es wird hässlich da unten und ich gehe da halt komplett nackt quasi rein. Die beten irgendwas an. Reichs-UFO. Von der dunklen Seite des Mondes. Space-Nazis oder sowas. Nazis werden zu sowas hier. Milchmänner. Da kommt so ein besonders dicker... Er hat seine Freundin zerrissen, der Irre. Habt ihr es gerade gesehen? Okay, das ist nicht normal. Der war doch größer als die anderen. Also die haben die stärker gemacht, aber... Aber leider auch deutlich stärker. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Lebt er noch? Mach die Beine auseinander. Ich brauch deine Haut. Aber ja, durch diese ganzen Höhlenmalereien mit Gold, by the way, ziemlich versnobbt, ergibt das vielleicht bald alles ein bisschen mehr Sinn. Weil schaut mal das Symbol. Das ist doch ein Auge. Söhne der Sterne. Die Sons of the Stars. Ein Clubmitglied. Ja, der Frauenschläger hier, der hat seine Alte da drüben komplett zerbatscht. Die hier. Seine Freundin hat er komplett zerbatscht. Absolut schockierend. Boah, ist das Ding riesig. Ja, und wo lang jetzt? Ich sollte eine Spur aus Brotkrumen machen. Okay, da hinten ist Licht. What is this, my friend? What is this? Was ist das? Aus Gold, ne? Okay, ich kann da irgendwie nicht richtig hin. Ich glaube, das ist nicht dazu gedacht, damit man drauf rumturnt, so wie ich das hier gerade mache. Hallo, Mutanten? Wow! Hoi, 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 wie die sich aber auch ransneaken. Die Spaghetti-Oma.
Jo, jetzt. Ey, ey! Was? Wie viele sind das? Alles Mädels! Ich weiß, ich bin hot, aber. Beim Umfallen häute ich die Alte. Ja, ey, 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 ey. Bettina? Wir haben darüber gesprochen. Toxische Beziehung und sowas. Das war voll in Schlitz. Was sagt denn meine Munition? Ich hab nicht so viel, ne? Jetzt aber. Wat ne Sauerei. Wat ne Sauerei, du. Ich klop's ja nicht. Mehr Gold. Was ist das denn hier? Ein Stück Baby. Ich kann euch auch gar nicht sagen, ob ich hier richtig bin. Ob ich hier falsch bin. Man, schaut euch das an. Das sieht aus wie eine Mauer. Als hätten die eine Mauer aus Gold errichtet. Mir eine Mauer aus Gold errichtet. Irre. Was ist das hier? Ist das ein Tempel oder sowas? Das ist auch kein richtiges Gold, oder? Ich meine, wie das aussieht. Aber Gold kommt ja aus dem Weltall. Kein irdisches Material. Okay, noch mehr Kultanhänger. Batterien und sowas. Guck mal, da hinten geht aber auch der Fluss weiter. Also es ist so groß. Die Höhle ist so verdammt groß. Schon wieder Hunger. Ey, Speck gibt gar nichts. Ne? Da bringen die Bären sogar mehr. Ich wünschte, er könnte einfach eine Handvoll nehmen, dass man die immer einzeln hier so auswählen muss. Ein Energieriegel. Und was ich auch interessant finde, du kannst Höhlenwasser nicht schlabbern. Was auch irgendwie keinen Sinn ergibt, oder? Du kannst das Wasser irgendwie... Moment, ich probier's mal. Ich habe bis jetzt nie Höhlenwasser trinken können. Nö. Höhlenwasser will er nicht. Schmeckt ihm nicht. Okay, wo geht's da hin? Noch mehr Gold. Irgendwelche Strukturen. Alter, kein Licht oder was? What? Okay, hier ist Ende. Hier springst du einfach irgendwie rein und dann ist vorbei. Also hier hinten geht's dann weiter. Das Zeug leuchtet auch. Ohne dass irgendwie eine Reflexion oder sowas entsteht. Das leuchtet einfach so vor sich hin. Leuchtendes Gold.
Okay, wenn ich hier runter gehe. Ah, cool. Man kommt also wieder hoch. Wenn ich jetzt noch eine Fackel nehme, bin ich dann ultra mega hyper im Bilde. Ah, geht so. Ich hole immer dann die Fackel raus, wenn ich sie anscheinend gar nicht mehr brauche. Obwohl, ich ist auch noch ein Gang. Geil, Konserven. Werde ich mir gleich eine reinzwitschern. Da werde ich mir doch gleich eine reinzwitscherdudeln. Schön, dass mir hier das Katzenfutter rausgepresst. Katzengelee. Yummy. Also hier geht's nirgendwo hin. Das heißt, wir können wieder nur tauchen. Let's go. Wie man halt einfach nicht sieht. Okay, ab hier muss man tauchen. Ich hoffe, der füllt... Oh, das sind Rohre. Oder? Ach, keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwelche komischen Paneelen. Ich hoffe, der füllt automatisch die Luft rein. Wäre voll mies, hier unten zu ersticken. Und vollgepackt zu sein mit Sauerstoffflaschen. Weil ich kann das Ding nicht nachladen. Also gehe ich sehr stark davon aus. Dass er das irgendwie automatisch tun wird. Also die Höhle wirkt irgendwie unnatürlich. Alter, was ist das denn hier für ein Astronaut? What? Also jetzt wird's langsam ziemlich spacey. What the fuck geht hier ab? Okay, Mondmänner. Das ist ein scheiß Astronaut. Oh my gosh. Look at this. Die goldene Rüstung, die haben die irgendwie angebetet. Ja, krass. Ja, absolut krass. Die sieht aber auch ziemlich geil aus, die Rüstung, ne? Jetzt konnte man sie wenigstens mal so in Aktion sehen. Das sieht man ja nicht. Erinnert mich ein bisschen an Army of Two. Tja, aber ihn hat sie irgendwie nicht gerettet. So, wir besitzen nun erneut die goldene Rüstung an einem neuen Ort. Die goldene Rüstung hat gar keine Funktion, außer eben dich vor Dämonen zu schützen. Ja. Also sie ist nicht wirklich eine Rüstung im Sinne von, du bekommst weniger Schaden durch reguläre Gegner oder so. Sondern sie schützt dich nur vor Dämonen. Was ist das hier für eine Säule? Sind das Kerzen? Nee. Ja, aber wieso? Ich meine, wer sind diese Leute? Sehen aus wie aus der Zukunft, aber der ist ja schon richtig gammel. Wer sind diese Leute? Ich brauche mehr Story-Updates. Und warum... Wie endlos lange hält der Akku von dieser Lampe? Ich brauche unbedingt mehr Story-Updates. Jupp. Ganz, ganz dringend mehr Story-Updates.
Boah, wäre voll mies, wenn er loslassen würde, weil die Ausdauer fehlt. War das nicht sogar im ersten Teil irgendwann mal so? Ich meine, da wäre was gewesen. Weil da wurde ja auch sehr viel geklettert mit Seilen. Das ist hier zum ersten Mal. Davor hatten wir nirgendwo eine Seilmechanik. Also außer jetzt vielleicht einem Baumhaus, aber nicht in der Höhle. Ich wüsste jetzt zumindest keine. Und ich glaube, wir waren in allen relevanten drin. Und da war es doch so, dass dir wirklich die Ausdauer ausgehen konnte, oder nicht? Oder bin ich da irgendwie falsch? Guck mal, er macht das auch mit einer Hand. Was für ein Biest. Was für ein Biest. Der Mann ist buff. Aber durch und durch. Okay, das Ding ist... Das wirkt so, als wäre der Berg über das Ding drüber gerollt quasi. Ja, als wäre irgendwie aus irgendeinem Grund dieser Berg entstanden und das Fundament war ein goldener Tempel. Irgendeine goldene Struktur. Weil anders ergibt es ja gar keinen Sinn. Wieso sollte das denn so verwoben im Stein sein? Warum gibt es hier überall so ekelhafte Geräusche? Atme, Junge. Atme. Atme. Und wieder schwimmen. Lass mich nicht hängen, Taucherausrüstung. Lass mich nicht hängen. Okay, wieder hier diese... Also es ist alles voll mit dieser goldenen Struktur. Achtung, gleich geht mir die Luft aus. Lass mal drauf ankommen. Einfach nur, weil ich sehen will, ob er das Ding wechselt. Ja. Ja, anders wird es ja auch gar keinen Sinn ergeben. Kannst es ja nicht wie bei der Taschenlampe irgendwie nachladen. Was macht die denn für einen Breakdance? Als ob. Au! Es sind richtig buff, die Boys. Ey, come on. Ich glaube, die sind ein bisschen zu stark. Wenn davon 10 Stück kommen, du bist ja so aufgemischt, ne? Und die kommen ja auch schon im Billow Dungeon. Lustig. Gut. Friendos, Amigos, Cabrons, Muchachos. Hier ist ein guter Moment für eine kleine Pause. Dann würde ich behaupten, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Oh, da ist noch ein Dude. Ja, komm. Du willst es unbedingt... Wo? Was? Die Wiebein ist super schwach irgendwie. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und...